Ja, hallo bei der Zuschauer, herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video geht es mal wieder um die Herbstlande-Chroniken. Und es wurde jetzt auch schon gesagt, ich soll mir mal mehr Zeit lassen, wenn ich Sachen zeige. Und heute werde ich mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, ein paar Sachen zu zeigen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Wir sehen uns gleich wieder nach dem Intro. Ja, warum kann ich mir denn mehr Zeit lassen, euch heute was zu zeigen? Das liegt einfach daran, dass in der Stadt Altos einfach nicht viel entstanden ist. Da gibt es nichts zu zeigen, wir haben einfach nicht mehr viel gemacht. Dafür ist einfach hier eine Menge entstanden, ja. Also, die Wüstenmetropole ist wirklich groß geworden, ist wirklich einiges gebaut worden. Der vordere Teil hier, der existiert schon etwas länger. Hier vorne bei diesem Fisch, bei diesem blauen Markierung soll ein Fischmarkt hinkommen, deswegen habe ich auch gerade Fisch gesagt. ja, das Ganze am Fluss wird ein bisschen dekoriert, sage ich mal. Auch diese kleinen Booten hier. Entschuldigt, mein Deutsch ist irgendwie heute wieder am Arsch. Auch diese kleinen Boote. Mein Gott, diese kleinen Boote hier sind da sehr süß. Ich wollte das Bootchen sagen, aber irgendwie. Naja. Ja, hier unten sind auch so Lagerabteile mit drin. Ja, also wir haben hier wirklich viel gemacht. Beziehungsweise hier sind auch noch Netze mit drin. Da ist wirklich viel entstanden. Diese Mauerteile hier vorne, die existieren schon etwas länger. Hier soll auch noch ein Leuchtturm hingebaut werden, oder sowas ähnliches zumindest. Das heißt, das existiert ein bisschen länger, aber ja, der Rest ist noch ein bisschen in Arbeit hier vorne. Sieht auch noch viele Markierungen, viele Planungen, aber dennoch ist es hier schon ein bisschen aufgehübscht worden. Dann gibt es allgemein eine große Verbesserung. Aber sind wir jetzt auf der Version, ich zeig's kurz. Kann ich kurz zeigen? Hallo? Ja, wir sind jetzt auf der Version 1.12.2. Das ist ziemlich nützlich, weil wir haben jetzt hier vor allem auch diese ganzen coolen neuen Blöcke hier unten. Und wir haben auch schon einige davon eingesetzt, also manchmal noch nicht. Aber vielleicht mache ich da auch mal ein Video dazu. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das wollt. Da habe ich schon einige Kombinationsmöglichkeiten, wie man das ganz gut zusammen einsetzen kann. Das macht sogar, glaube ich, Sinn, dass man dazu mal ein Video dreht. Ja, aber wir haben auch hier schon Häuser gebaut, auch schon mit Diorit und die beiden hier haben beispielsweise ich gebaut hier. Die zwei, ja, die sind eigentlich auch ganz nett geworden, finde ich. Ja, also allgemein, diese Gasse hier ist schön geworden, die wird schön schräg. Das Tor zu, also allgemein sind die Gassen hier alle ein bisschen schräg geworden. Ja, also diese Häuser hier, die sind schräg, nicht direkt schräg gebaut, aber in den Segmenten halt versetzt und dadurch wirkt es halt ein bisschen schräg, ja. Auch hier ist was Großes entstanden, wir haben ja hier hinten, im Hintergrund sieht man ihn, der ist zwar noch nicht so ganz geladen, aber da sieht man einen riesigen großen blauen Tempel. Ja, das ist ja der Hauptpunkt der Religion hier im Sultanischen Reich und ja, ich sag's mal so. Da müssen natürlich auch Priester herkommen und das ist sozusagen die Akademie. Ja, hier werden die Priester geschult, ausgebildet, wenn man so nennen will. Die ist noch nicht eingerichtet, soweit ich weiß, oder? Oh, ist sie doch? Ist sie doch? Oder ist sie nur so ein bisschen... Oh, die ist tatsächlich auch ausgebaut, ja, eingerichtet. Gut, dann können wir mal kurz durchfliegen. Also wir haben hier anscheinend einen Schulungsraum, also ich habe das Ding nicht eingerichtet, deswegen, aber ich wusste nicht, dass es sofort eingerichtet wurde. Ah, er ist auch nicht fertig, okay. Das ist noch nicht fertig. Aber wir haben hier doch ziemlich, sieht doch schon mal ganz cool aus hier. Was ist hier hinten dran, mit dem Glas? Oh, ah, okay. Aber man sieht schon, es ist so ein bisschen alles sehr geistlich angehaucht, ne? Viel mit Büchern gearbeitet. Hier sind noch große Bücherschränke wahrscheinlich. Oder nee, keine Bücherschränke. Aber es ist anscheinend doch schon teils eingerichtet. Noch nicht ganz fertig, aber es ist schon teils gemacht worden. Okay, cool. Auf jeden Fall werden hier halt die Priester ausgebildet. Die werden hier, ja, wenn sie fertig sind, dann ja, wohnen die dann halt auch dementsprechend da drüben drin. Da ist ja auch so viel Platz. Also da ist wirklich eine Menge Platz. Ja, auch hier rundherum und um diesen Platz ist viel entstanden. Wir haben ja hier dieses eine Anwesen. Das ist das Anwesen des Hohenpriesters, also der Obermacker von dem Teil da. Der wohnt hier. Ja, der hat eigentlich ein richtig schönes kleines Anwesen bekommen. Ne, mit schönem Garten. Und auch hier rundherum wurden Häuser gebaut. Ich hole mal wieder die Hand raus, damit ich diesen winzigen Cursor habe. Ich meine, die Häuser hier stehen schon ein bisschen länger, aber gerade die Häuser sind neu gebaut worden. Das hier beispielsweise, auch das hier ist auch wieder ich gebaut. Hinten daran das kleine habe ich auch ich gebaut. Ja. Und was mich besonders freut, kann ich auch heute mal in diesem Video zum ersten Mal verkünden, ist, dass wir ein neues Teammitglied haben. Und zwar, ja, die Giulietta, ja, die ist mittlerweile auch bei unserem Team.
Und hat zum Beispiel auch das Haus hier gebaut. Ja, das hier. Oder halt, ich kann noch andere Referenzen zeigen, wenn ich jetzt gerade wüsste, wo die alle stehen würden. Das hier hat sie gebaut. Dann hat sie da vorne, das hat sie doch auch gebaut hier. Das da. Das da hat sie auch gebaut. Auf jeden Fall, ja, freut mich sehr, dass du jetzt mittlerweile dabei bist. Ja, auf jeden Fall eine Bereicherung fürs Team. Auch wenn ihr euch bewerben wollt, könnt ihr es gerne tun. Einfach eure Bewerbung an die unten stehende E-Mail-Adresse schicken. Das steht alles unten in der Videobeschreibung noch kurz beschrieben drin. Ja, besucht euer Glück. Ansonsten ist hier vorne auch noch viel entstanden. Wir haben hier viele Häuserblöcke fertiggestellt. Das heißt, wir haben hier auch eine Menge. So fett zum Fliegen. Hier schöne Innenhöfe. Das steht auch, glaube ich, hier drin. Innenhof, weil es sieht man nicht, dass es ein Innenhof ist. Deswegen haben wir das da hingeschrieben. Steht da. Wird schon noch beobachtet. Ja, ansonsten haben wir hier halt ein paar Häuser stehen. Ja, ist halt eigentlich ganz normal. Wir haben auch hier schöne Gassen. Also, das heißt, die Gassen, gut, ist jetzt ziemlich gerade geworden. Aber trotzdem, wenn hier noch ein bisschen Grümpel rumsteht, wird das ganz cool. Auch so die Gassen der Stadt, die sind schon mega groß. Und gerade wenn man innerhalb der Stadt läuft, ich finde, wenn man jetzt oben rumfliegt, ja, wenn man jetzt hier oben so rumfliegt, so zack, hat man einen schönen Überblick. Aber ich finde, gerade wenn man jetzt einfach mal hier so in diese Gasse eintaucht, ist man halt einfach weg. Also man hat irgendwie so ein bisschen, ja, man sieht halt auch nicht mehr, wo man genau ist, ne? Also man ist halt irgendwo mitten in der Stadt und wenn man, glaube ich, einen irgendwann mal mitten in der Stadt aussetzt, ist er halt einfach verloren. Weil die wird halt wirklich groß. Zudem haben wir sind eigentlich dabei, wir haben hier vorne die Mauer, hier muss ein Turm noch hin. Geht die Mauer hier einmal rum, hier vorne wird ein Tor gebaut. Das ist von der Planung her aber noch nicht so, wie es da steht. Also es muss noch umgebaut werden. Wir sind noch nicht so ganz sicher, wie wir das machen wollen. Dann kommt hier vorne noch ein Turm hin, hier vorne auch noch. Geht's hier rum. Hier steht schon ein Turm. Hier ist auch schon ein Turm reingebaut. Hier vorne rum muss auch wieder ein Turm hin. Und da vorne haben wir schon ein Tor drin. Das habe ich da reingebaut. Das ist ein bisschen zierlich geworden. Also wir wollten eigentlich. Ja, es ist nicht so ganz wehrfähig, sagen wir es mal so. Aber ich denke mal, man kann es auch so machen. Hier vorne ist noch Kieswüste. Ja, das heißt, es ist eigentlich ist aber ganz schick geworden, finde ich. Man kann es machen, man kann es machen. Ja, aber was ich jetzt hinaus wollte, wir versuchen jetzt erstmal von hinten zuzubauen. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Fleck und da vorne einmal rum. Und diese Schneise hier dazwischen, die muss zugebaut werden. Das heißt, da vorne die Fläche hier und die Fläche hier. Hier haben wir sogar überlegt, ob wir so eine Art kleines Theater hinbauen wollen. Aber müssen wir mal gucken. Aber ja, das heißt, wir müssen hier alles zubauen. Und hier haben wir auch schon angefangen. Und das ist, glaube ich, in den letzten 3 Tagen entstanden. Das ist wirklich enorm viel. Und hier möchte ich auch mal ein Dankeschön an den lieben Flo aus unserem Team sagen. Der hat mir nämlich geholfen, das Teil hier zu bauen. Das ist auch mega cool geworden, hat noch mega viel Spaß gemacht. Huch. Hier sind wir auch noch nicht ganz fertig, das machen wir aber auch noch und dann können wir das. Das hier soll übrigens ein Zollgebäude werden. Das heißt, das hier vorne ist das große Verwaltungsgebäude. Ja. Und hier hinten dran, nebendran hier, das hier ist ein Lagerkomplex, größere. Und das hier werden nochmal kleinere einzelne Lagerhäuser. Aber ist auf jeden Fall sehr cool und nimmt auch schön viel Platz ein. Aber auch hier die ganzen Gassen sind super geworden. Also da haben wir auch alle dran gearbeitet. Ich glaube, hier haben wir auch schon diese neuen Steine verwendet, oder ich zumindest. Ich habe hier mal ein paar von denen. Das ist jetzt zum Beispiel dieser braune Beton und das ist der orangene Beton. Die sind ganz cool, die kann man hier wirklich gut verwenden. Und ja, allgemein, die Häuser hier sind alle sehr schlicht halt. Das sind halt auch irgendwann wiederholt es natürlich irgendwie wieder. Aber ja, hier wird, glaube ich, auch was wurde hier verwendet. Ach nee, ist nur der Polytheorie. Okay. Okay, aber ist auch ein bisschen neuer. Sieht auch sehr cool aus irgendwie. Also wir können jetzt sehr viele exotische Sachen bauen. Ach genau, hier. Das hat der Jan gebaut. Das ist mit dem weißen Beton. Das ist auch sehr schön hell. Aber ja, wir haben jetzt wirklich mehr Variationsmöglichkeiten dank diesem ganzen neuen Stuff. Und den wollen wir auch nutzen. Mal gucken, wie es die restlichen Tage hier so wird. Dass wir das ein bisschen größer machen. Aber ich, wirklich, wenn man hier so über die Stadt guckt, finde ich, wirkt das schon alles richtig cool. Natürlich müssen wir auch die Straßen dann mal machen, dass wir halt auch mal keine gelben Gassen mehr haben, sondern dass die mal schön wird. Aber so haben wir einfach momentan noch eine bessere Übersicht. Und man sieht auch schön, das ist eine griechische Hauptstraße hier. Die geht komplett hier lang. Ja. Ja. Ne? Also das ist wirklich eine dicke, fette Hauptstraße. Und von dem anderen Tor hier, das ist nur so eine Nebenstraße. Das hat auch einen Grund. Ich will es mal kurz draußen zeigen. Da ist auch eine Menge geplant. Da haben wir aber bisher noch gar nichts gebaut. Und das ist auch gut so. Und hier draußen kommen nämlich eigentlich mehr die ganzen. Also, wir haben auch Schilder stehen. Da kann man mal vorlesen, was da drauf steht. Beispielsweise. Beispiel Lederwarenproduktion. Also Industrie. Ja, Produktionsstätte. Steinmetze. Wohnhäuser. Also, hier stehen einfach so. Ja, sehr ärmliche Sachen. Gerade auch hier unten unter dieser Brücke, die hier noch entstehen soll, kommen die ganzen Slums hin.
Und die Brücke ist einfach, also das Tor ist einfach größer, ja. Da können Kutschen und Karren und Waren durchfahren, deswegen auch gleich hier das Zollgebäude. Und hier vorne, sieht man auch, das Tor ist ziemlich klein, ist aber mehr so das Personentor, ja. Das heißt, hier läuft man nur so durch. Aber auch, finde auch das, wenn man hier so durchläuft, man ist hier so ein kleines Kämmerchen drin, ja. Oben kommt irgendwas auf, wenn er herabgeregnet scheint. Wo läuft denn hier durch? Bootsstadt, ja. Das wird alles ziemlich cool und wir werden auch immer schneller. Also es ist unglaublich, wie viel wir mittlerweile schaffen. Die Stadt ist aber noch viel, 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 viel größer, als sie jetzt ist. Ja, das heißt, es wird noch eine Menge gemacht. Aber dennoch, nichtsdestotrotz, ist wirklich enorm viel, das hier entstanden ist. Und das wird auch mega cool. Und ja. Und wir werden viel schneller mit dem Ganzen, wenn sich Leute bei uns bewerben, wenn wir neue Teammitglieder bekommen. Und wir freuen uns auf jeden von euch. Deswegen, wenn ihr meint, ihr habt es drauf, dann bewerbt euch. Könnt ihr gerne tun. Ihr müsst auch, also ich sage es mal jetzt mal ganz offen, ihr müsst auch noch nicht so 100% perfekt alles machen können. Wir zeigen euch auch noch den einen oder anderen Trick oder Kniff. Vielleicht kann auch der eine oder andere, der damit schon mal was zu tun hatte, sich einfach mal bei mir jetzt in den Kommentaren melden und so ein bisschen beschreiben, wie das denn bei ihm war. Ja, aber natürlich sind auch so kleinere Lücken hier drin. Was ist das hier zum Beispiel? Das ist ein kleiner Tempel. Ein kleiner Tempel. Ach so, das L ist da noch da. Okay, das habe ich wegen dem Strich nicht gesehen. Tut mir leid. Der war hier so ein bisschen. Ich versuche es gerade nochmal zu reproduzieren. Krieg's nicht hin. Der war aber, ihr habt es gesehen, der war da hinten dran versteckt. Das tut mir leid. Also ein Tempel. Das war ja aber klar, dass ein Tempel ist, selbst wenn das L gefehlt hätte. Aber naja, ihr wisst, was ich meine. Ja, ansonsten, was haben wir auf der anderen Seite noch? Da ist auch, glaube ich, gar nichts entstanden. Schade, wie es klingt, aber hier vorne haben wir viel Platz. Hier vorne ist was geplant. Das Gebiet ist nämlich auch wunderschön. Also das ist auch nicht zu unterschätzen. Ich denke mal, man könnte dann, wenn wir da hinten fertig sind, mal den Marktplatz hier angehen, dass der mal ein bisschen bestückt wird, weil der würde, glaube ich, echt schön aussehen, wenn er mal voll wäre mit dem ganzen Kram. Aber auch hier, das wird sich dann erstmal so abspielen, dass wir erstmal hinter dem Rathaus, das ist Rathaus hier, hallo, hinter dem Rathaus hier alles zubauen und hier hinter dem Pal. Ach du Heilige. Okay, gut. Hinter dem Tempel alles mal zubauen. Dann haben wir nämlich hier diese ganze Schneise fertig. Dann heißt, vorne rum ist kein Platz mehr. Und dann arbeiten wir uns einfach wie so eine Art Linie. Einfach von hier, von da hinten nach da vorne. Und das wird eigentlich ganz cool. Auch die Stadtmauer sieht auch irgendwie mittlerweile passt es sehr schön zur Stadt. Das war erst die Frage, kriegt man das schön hin, dass die Stadt sich an die Stadtmauer angliedert? Oder sieht es ein bisschen bedeppert aus? Ich finde aber, es geht voll in Ordnung. Auch mal. Boah, gerade hier hat man eine richtig schöne weite Sicht, ne? Also ihr seht, wie groß das ganze Ding jetzt schon ist. Und es wird mindestens noch zweimal, dreimal, viermal so groß. Das ist jetzt ungelogen. Es wird wirklich riesig. Aber naja. Ansonsten kann ich nur sagen, hier schwebt eine Stadtmauer rum. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich kann momentan leider nicht mehr zeigen, als das, was hier steht. Und deshalb, ja, ich hoffe, ich habe mir ein bisschen mehr, diesmal ein bisschen mehr Zeit genommen, hier ein paar Sachen zu zeigen. Ich kann auch nicht bei jedes Gebäude ins Detail gehen. Aber naja, ich habe trotzdem mal einzelne Gebäude ein bisschen genauer gezeigt. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Tschüss und auf bald.